Hey und schön, dass du dabei bist. In diesem After Effects Tutorial erstellen wir einen Scheintexteffekt. Dafür erstellen wir uns wie immer erstmal eine neue Komposition. Hier einmal auf den Kompositionsbutton klicken. Ich habe hier die Standardeinstellungen mit einer Zeitdauer von 10 Sekunden. Nehmen wir die Komposition noch in Scheintexteffekt um. Dann erstellen wir uns erstmal eine Farbfläche für den Hintergrund. Ein Rechtsklick neben der Zeitleiste auf Neu und Farbfläche. Ich lasse hier die Farbe schwarz, nenne das Ganze noch in BG, in Background um. Für den Hintergrund suche ich mir einen ersten Effekt. Dafür öffne ich das Effekte und Vorgabenfenster. Falls das bei euch nicht an der Seite angezeigt wird, hier oben einmal auf Fenster und den Haken für Effekte und Vorgaben setzen. Der erste Effekt hier lautet Verlauf. Einmal eingeben und diesen auf die Farbfläche ziehen. Auf der linken Seite öffnen sich dann die Effekteinstellungen. Die Verlaufsform setze ich hier auf kreisförmig. Die Anfangsfarbe setze ich hier auf ein dunkles Blau. Und die Endfarbe setze ich auf schwarz. Dann haben wir hier schon mal unseren Hintergrund erstellt. Danach können wir uns direkt unser Textwerkzeug einmal auswählen und auf die Ebene klicken. Hier können wir jetzt einen beliebigen Text schreiben und unterzeichnen, diesen noch anpassen, wenn wir das möchten. Unter Ausrichten setze ich den Text hier einmal in die Mitte. Wähle dann einmal meine Textebene aus und dupliziere sie mit STRG und D. Die obere nenne ich einmal um in Schein und die untere Textebene einmal in Schein Background, dass wir hier nicht durcheinander kommen und ihr wisst, von welcher Textebene ich spreche. Kümmern wir uns als erstes um die Textebene Schein Background. Deshalb blenden wir hier einmal die obere Textebene aus, hier auf diesem Auge. Für die untere Textebene brauchen wir insgesamt 4 Effekte. Fangen wir direkt an. Öffne wieder das Effekte- und Vorgabenfenster und suche meinen ersten Effekt, und zwar CC Radial Fast Blur. Einmal auf die untere Textebene ziehen. Hier sehen wir direkt den Effekt. Den Wert setze ich hier noch auf das Doppelte, auf 100%. Jetzt erkennen wir schon unseren Scheineffekt. Diesen animieren wir aber noch. Ich bin hier am Anfang meiner Zeitleiste bei 0 Sekunden und setze einen ersten Keyframe für den Amount. Gehe dann in der Zeitleiste grob auf 3 Sekunden und setze den Amount auf 0%. Mit der Taste U können wir uns immer unsere Keyframes anzeigen lassen. Schauen wir uns das Ganze hier einmal an. Der nächste Effekt, den wir benutzen, ist der 4-Farben-Verlauf. Einmal wieder auf den Shine Background ziehen. Hier können wir unserem Text 4 Farben zuweisen. Ich möchte die natürlich alle blau halten, aber wir können hier verschiedene Blautöne verwenden. Fangen wir an mit einem sehr dunklen Blau und arbeiten uns hoch zu einem helleren Blau. Wenn wir damit zufrieden sind, suchen wir uns den Effekt Leuchten. Diesen ziehen wir auch einmal auf die untere Textebene. Wir können hier die oberen Effekte einmal zuklappen, dann stören sie uns hier nicht so. Hier spiele ich etwas mit dem Schwellenwert und Radius. Und die Intensität setze ich hier auf den Wert 0,8. Ich möchte, dass am Schluss die Intensität hier etwas abnimmt. Deswegen animiere ich sie auch wieder mit Keyframes. Gehe hier so mal in die Mitte, grob auf 1 Sekunde und 15 Frames, setze ein Keyframe für die Intensität und gehe dann auf 3 Sekunden und setze die Intensität hier auf 0,3. Der letzte Effekt, den wir hier verwenden werden, ist CC Light Sweep. Einmal wieder auf die untere Textebene ziehen. Hier gibt es einen Center Point, von wo aus dieser Effekt agiert. Diesen ziehe ich einmal in die Mitte des Textes. Die Breite erhöhe ich hier einmal grob auf den Wert 200.
Und die Edge Intensity erhöhe ich hier auch grob auf 100. Dann kümmern wir uns noch um unsere obere Textebene, die blende ich einmal wieder ein. Hier suche ich mir den Effekt Verlauf, ziehe einmal auf die obere Textebene, wähle hier einmal die Endfarbe aus und setze sie auf ein dunkleres Blau. Den Modus setze ich hier noch von Normal auf Addieren. Falls der Modus bei euch nicht angezeigt wird, einfach mal die F4-Taste drücken, dann wird euch der Modus hier angezeigt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schaut schon sehr geil aus, aber wir können noch einen Effekt verwenden. Und zwar jetzt der letzte, und zwar Alpha abschrägen. Den Effekt auf die obere Textebene einmal ziehen. Hier können wir die Lichtstärke einmal auf den Faktor 1 erhöhen. Und die Kantenbreite setze ich hier auf den Wert 1,4. Damit konnten wir die Kanten noch etwas hervorheben und sind dann fertig mit unserem Scheineffekt.